Nach Shinnoks Niederlage fand sich Kung Lao gefangen im Unterreich wieder, seine Seele verdorben durch Quan Chis dunkle Magie. Dort wäre er auch verblieben, wäre ihm nicht sein Cousin Kung Jin zur Hilfe gekommen. Gemeinsam konnten sie das Böse so weit zurückdrängen, dass Kung Lao die Flucht aus dem dunklen Reich gelang und er seine inneren Dämonen unter Kontrolle brachte. Kung Lao war verraten worden, hatte aber gesiegt. Er führt nun eine Existenz im Namen der Rache. Er wird dem Bösen keine Gnade erweisen.